Willkommen, Freunde, zurück bei Hearthstone. Hearthstone ist gerade etwas schwierig für mich auszusprechen, weil ich wieder einmal ein wenig krank bin. Ist das nicht schön? Ich freue mich riesig. Es ist einfach ein Traum. Wir sind mittlerweile auf Rang 17, denn ich habe einen kleinen spontanen Livestream gestartet mit ein paar Runden Hearthstone und da sind wir eben auf Rang 17 gekommen. Ich hätte auch noch besser sein können, allerdings hat mich da ein Druide weggeballert mit einer Kombination, die ich in der Form so noch nicht gesehen habe. War schön, wie auch immer. Wir hauen jetzt rein hier und sehen mal, ob wir eventuell den zweiten Stern von Rang 17 uns holen können und dann beim nächsten Mal eventuell auch schon auf Rang 16 kommen. Ich behaupte einfach mal, wir werden es demnächst schaffen, hier auf Rang 10 zu kommen. Mal gucken, ob jetzt überhaupt jemand gefunden wird. Es ist mitten in der Nacht. Nein, stimmt gar nicht. Es ist 8 Uhr morgens. Und ich habe noch nicht geschlafen. Aber da, guckt euch das an. Würdiger Gegner. Wer hätte es gedacht? Anduin gegen Uja. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich sag euch, Uther ist gar nicht mal... Oh, ich fange als zweites an, das ist gut. Uther ist gar nicht mal so einfach. Also ich kann damit ganz gut umgehen, mit dem Uther. Insofern, ja, das könnte recht interessant werden. Ich bleib mal bei den Karten hier. Werd mal eben einen Schluck trinken. So. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem ersten Zug, weil ich keine X machen. Haha. Mir wurde übrigens im Livestream verraten, dass ich eine Ding rausziehen kann. Melde mich zum Dienst. Zack. Ich wollte hier mal abreißen, den Drachen, aber ich kann ihn leider nur rausziehen. Sehr enttäuschend, muss ich sagen. So. Er hat einen Rekruten, dann liege ich mal mit einem Bären. Halte ich mal einfach dagegen. Es könnte recht interessant werden, diese Runde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht ganz sicher, bin ich mir. Übrigens hier auch ganz interessant. Da kam im Livestream kam etwas ganz Besonderes hier aus dem Boden gesprossen. Gesprießt, gesprossen. Wie heißt das richtig? Ich weiß es nicht. Melde mich zum Dienst. Das könnte jetzt ein bisschen nerven, aber ich möchte dringend, dass hier jetzt mal das dabei rauskommt, was beim letzten Mal auch bei rausgekommen ist. Aber kommt anscheinend nicht. Ich höre mal auf, euch zu nerven. Ich bin da mal nicht so. So, machen wir einen auf den. Was kriegen wir für eine Karte? Das ist ganz gut. Und dem geben wir mal 2 Leben mehr. Und dann... Wofür kam die Karte jetzt? Nee, Moment, die Karte war für meinen Rundenbeginn. Das ging mir gerade jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu schnell, ne? So, dann gucken wir mal, was er für ein Geheimnis hat. Ich behaupte einfach mal, keine Ahnung. Welches ist es? Oha. Ja, gut. Können wir von mir aus machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Musste ja eh gemacht werden, wa? Der Zug. Irgendwann musste ich ihn angreifen, insofern passt schon. So, was spielen wir als nächstes aus? Ich würde sagen, hier so eine kleine gnomische Erfinderin mit ihrem tiefen Dekolleté. Die ist ja irgendwie auch ganz schön geil, ne? Was trägt die eigentlich da vor sich? Ein Messer? Rennt die immer den ganzen Tag dem Messer hinterher oder was? Sieht irgendwie ein bisschen so aus. So, was haben wir? Hier ein Spotter. Das ist schon mal nicht schlecht. Den können wir natürlich auch ausspielen, ne? Was tun? Ich werde Folgendes tun. Und zwar werde ich ihn erstmal hochheilen. Und dann werde ich... Nee, das lohnt sich nicht. Werde ich ihn ausspielen. So machen wir das. Dann haben wir ihn weg. Dann haben wir ihm einen rein. So. Ich möchte ja nach Möglichkeit so viele Karten wie möglich auf der Hand behalten. Sprich, ich möchte nicht so viel verbrauchen.
sondern sie immer schön am Leben halten und dafür alle seine Karten wegballern. Mir zur Seite. Bereit, mein Herr. So. Das ist eine ganz starke Karte, die er da ausgespielt hat. Allerdings. Wir könnten jetzt. So machen wir das auch. Zack. Und zusätzlich. Flupp. Dann ist er schon mal wieder clear und wir können ganz genüsslich ihm zwei reindrücken. Ich würde sagen, das ist einigermaßen okay bisher. Allerdings ist, wie gesagt, der Parler, der kommt hinten raus. Zumindest bei mir ist es immer so, wenn ich einen Parler spiele. Da kommt der hinten raus nochmal richtig, da wird er nochmal richtig stark. Das ist dann nochmal richtig heftig. So, 6 haben wir zur Verfügung. Würde ich sagen, haut mal den raus. Oh, den weg. Das ist schon echt stark. Dieses Priesterdeck ist echt stark. Man kann die ganze Zeit dafür sorgen, dass der Gegner keine Diener auf dem Feld hat. Wobei das eben natürlich auch ein bisschen was mit Glück zu tun hat, weil ich hatte auch schon Runden mit diesem Deck, wo einfach nichts gekommen ist. Wo einfach nichts passiert ist. Also wo ich einfach nur Zauber hier auf der Hand hatte. Und ich dann dementsprechend nicht weitergekommen bin. So, was tun wir? Erstmal und wegen weg. Ist ja klar. Tut mir voll leid eigentlich, aber gut, muss er jetzt durch, der Mann. Muss er einfach durch. Gut. Eine Karte darf er von mir aus ziehen. Da kommen wir sowieso nicht dran vorbei. 5 haben wir noch. 5. Machen wir so. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und so. Haben wir wieder nichts verschwendet. Alle sind hochgeheilt. Ist doch ein Traum. Also ich finde es schön. Ich finde es schön. Das ist eine astreine Runde bisher. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge natürlich unter das Video schreiben, ist ja klar. Wobei ich mittlerweile, glaube ich, tatsächlich zumindest mit dem Priester ganz gut spiele. Was ihr wolle. Tja, das bringt jetzt nicht so viel, wa? Oh, was kommt jetzt? Ui. Okay. Das bringt dir jetzt schon was. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, was er da jetzt gemacht hat. Ich würde sagen, wir machen mal so. Und dann machen wir zusätzlich auch noch so. Und jetzt werde ich ihn nicht angreifen. Er soll mich mal ruhig zuerst angreifen. Ach nicht. Haha, ist ja ein Spotter. Seht da so viel zu. Ich habe mittlerweile ein bisschen Plan von dem, was hier passiert. Gut. Dann machen wir das anders. Und zwar opfern wir jetzt unseren einen Spotter. Der muss hier auf jeden Fall weg. So. Und jetzt wird es ganz interessant. Hochinteressant wird es jetzt gleich. Eigentlich gar nicht. Weil. Gerechtigkeit. Wir keine sonderlich guten Karten gerade auf der Hand haben. Melde mich zum Dienst. Das ist jetzt gar nicht mal so gut für mich, dass er hier rumsteht, liegt. Gut, muss ich sie opfern, die Kleinen hier? Muss ich? Sollte ich mir gründlich überlegen. Muss ich nicht. Kann ich aber. Er macht 5 Schaden. Hiermit würde er den 6. machen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Man möchte meinen, er kann mich mit den beiden jetzt nicht weghauen. Allerdings hat er bestimmt noch eine gute Karte auf der Hand, sodass er den trotzdem weghaut. Heieiei, ich bin mir nicht ganz schlüssig.
Also erstmal vernichte ich ihn. Wenn ihr meint. Ihn greife ich aber eigentlich nicht an, weil ich spekuliere ja noch auf ein Schattenwort, das ich eventuell gleich bekomme. Ist jemand verletzt? Machen es einfach mal so. Vielleicht. Nein. Schade. Schade. Hätte aber was werden können. Weil so ein Schattenwort wäre schon echt was Schönes. Dann könnte ich ihn hier wegballern. Aber ist anscheinend nicht drin. Was kommt jetzt? Was macht er? Schon wieder so ein. Alter Vater, ey. Jetzt wird's langsam ungemütlich hier mit deinen Jungs. Ja. Melde mich zum Dienst. Das ist doch mal gut. Das ist natürlich auch, die habe ich ja schon die ganze Zeit auf der Hand, merke ich gerade. Würde ich einfach mal vorschlagen. Ich schnapp mir den hier mal, den guten. Vielen Dank. Was lieb von dir, dass du mir das, wenn ihr meint, dass du mir den überlässt. Jetzt könnte ich ihn natürlich weghauen. Mach ich aber nicht. So. Jetzt komm ran. Hau mich gern um, ist überhaupt kein Problem. Ich habe noch einiges auf der Hand, mein Freund. Es fühlt sich immer gut an mit dem Priester. Mit dem Priester hat man echt so das Gefühl, man, zumindest in den meisten Runden, hat man tatsächlich das Gefühl, niemand kann mir was anhaben, sozusagen. Melde mich zum Dienst. So, er hat noch 4. Maximal 3 Angriff. Das ist natürlich schade. Schade. 5 Schaden macht er. Machen wir mal so. Ich will nämlich auf Folgendes hinaus. Wenn ich jetzt sie ausspiele, dann werden die beiden geheilt. Sprich, ich ziehe durch sie, ziehe ich dann 2 Karten. Das ist gar nicht so schlecht. Kann ich vielleicht noch irgendjemandem ein bisschen Schaden zufügen? Ihr selbst, ne? Sofort. Machen wir doch einfach mal. So. Ich glaube, wir verlieren dann jetzt aber gleich. Wie viele Karten haben wir? 6. Jetzt werden 3 geheilt. 9 Karten hätte ich dann insgesamt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Wie viele kann man nochmal auf der Hand halten? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Bin ich ganz zufrieden mit. Schnell entscheiden. Wisst ihr was? Komm schon. So machen wir das. Das war's. Ganz simpel aus der Hüfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir jetzt. Müssten eigentlich noch 1 oder 2 müssten da noch gehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich meine 9 Karten. Die 10. wird zerstört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eigentlich müsste das jetzt gewesen sein, ne? Nee, doch nicht. Er haut mich jetzt weg, ist klar. Jetzt kann ich ihn nur... Nee, das war es noch nicht. Das war es noch lange nicht, wie es aussieht. Wobei doch. Vier, fünf... Funktioniert sogar mit Karten inklusive Gottesschild. Ey, das ist ja echt hart. Hey, gib mir eine Minute. Gut
gespielt. Das ist echt hart, muss ich sagen. Also, dass man das machen kann. Hm. Gut, aber was soll's. Hier, zweite Stern, Rang 17. Ist doch wunderbar. Noch einen Sieg reingeholt. Und dann gucken wir mal, beim nächsten Mal spielen wir was anderes. Beim nächsten Mal spielen wir einen Parler. Dann allerdings ungewertet, weil wie gesagt, mit dem Priester möchte ich mich hier in der Wertung schön hochspielen. Den Parler dann beim nächsten Mal ungewertet. Schön feucht, fröhlich. Vielleicht riskiere ich es ja doch, gewertet zu spielen. Ich weiß nicht. Jetzt erstmal nochmal das standardmäßige Deck, beziehungsweise das Paket, das wir öffnen. Wieso fließt hier nichts Blaues? Achso, deswegen. Gut, hat ja hier auch nicht so richtig funktioniert, ne? Wir waren zwar auf dem richtigen Weg beim letzten Mal, hatten wir zumindest zwei seltene. Insofern mal gucken, was es hier wird. Vielleicht kriegen wir hier noch Besseres. Oder auch nicht. Hier dürfen wir anscheinend nicht, also müssen wir es hier hinlegen. So, was haben wir denn hier? Ui, 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 ui. Das ist unsere Glücksecke, Jungs und Mädels. Oder auch nicht. Gut. Ja, aber besser als nix. Für einen Schamanen haben wir was. Den habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gespielt. Mit dem komme ich nicht so richtig klar. Golden und gewöhnlich. Oh. Golden. Zumindest mal golden, ne? Bringen einem die eigentlich irgendwas, außer dass sie gut aussehen? Nee, ne? Nicht wirklich. Gut, haben wir schon. Vernichtet einen Diener. Euer Gegner zieht zwei Karten. Das ist ja gar nicht mal so gut, möchte ich meinen. So, was haben wir hier? Was Episches. Verursacht 8 Schaden, der zufällig auf feindliche Charaktere verteilt wird. Das ist ja mal ganz geil für einen Parler. Die probieren wir direkt beim nächsten Mal aus. Die probieren wir direkt beim nächsten Mal aus. Gut, also ich wünsche euch was. Wir sehen und hören uns hier das nächste Mal bei Hearthstone oder in einem der anderen Videos. Ihr habt da ja die freie Auswahl, ne? Gibt ja nicht zu wenig. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann und tschüss.